bin meistens auch ein bisschen früher da. Das heisst, ich kann mich in aller Ruhe umziehen, bereit machen. Und dann eigentlich immer 5 Minuten vor Arbeitsbeginn auf der Fläche sein, alles aufstarten, Computer bereit machen. Dann bin ich einen Tag lang auf der Fläche. Dort habe ich wirklich eigentlich alles Mögliche. Von Kundenberatung über Kommunikationssachen, Hilfsbereitschaft mit Arbeitskollegen zusammen, Lehrlinge instruieren. Ich bin eine sehr aufgeweckte und offene Person. Ich bin auch eine sehr spontane Person. Mein Job bei IKEA ist halt wirklich sehr abwechslungsreich. Es ist kein Tag so wie der andere. Man darf sehr viel selber machen. Und gleichzeitig ist es aber sehr ein teamfähiger Job, wo du wirklich auch im Team schaffst zusammen. Ich kann gerne, wenn etwas läuft, immer ein bisschen und auch vieles Verschiedenes läuft. IKEA für mich besonders macht eigentlich halt einfach die Offenheit, die du kannst haben. Du kannst so sein, wie du bist, und das schätze ich sehr. Wenn ich wirklich mal eine ruhige Minute habe, schaue ich gerne mal irgendwie einen Podcast oder schaue Serien, um ein bisschen abschalten. Und es ist immer recht einfach ein lauter und aufregender Tag, weil es einfach ein sehr grosses Gebäude ist, wo man verschiedene Sachen und vieles auch sieht und erlebt eigentlich. Und dann ist es am Schluss immer recht schön, um ein bisschen runterzukommen. Ein Herzenswunsch von dir, dass wirklich jeden Tag etwas Kleines Schönes bietet eigentlich. Egal, ob es im Arbeiten oder privat, beidseitig.